Ja, moin moin und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Ich habe euch da mal was mitgebracht hier, und zwar die Glurak EX Rot und Blauer Kollektion Box. Und ich würde sagen, die öffnen wir dann einfach mal. Ja, so richtig. Oldschool. Schere. Na bitte. Ist das Loch drin? Jetzt funktioniert das. Kann das hier auch recht einfach aufreißen. Sollte man zumindest. Passiert aber nicht. So. So, ich war nämlich heute noch in der Innenstadt und habe mir das schöne Ding hier gekauft für relativ wenig Geld, vor allem wenn man noch Rabattcoupons hat, kostet das ja noch mal weniger. Und also im Internet kostet das halt teilweise 30 Euro. Ich habe das jetzt für 21 bekommen und noch mal 15% Rabattcoupon, also von daher. Perfekt. Ja, komm. Ich muss mal dich hier an der Seite aufmachen. Ich will ja so richtig wenig wie möglich hiervon kaputt machen. Ja, was jetzt schon wahrscheinlich wieder schwierig ist. Aber sieht jetzt gerade so verdammt gut aus. So, jetzt haben wir da endlich offen. Die Packung kommt mal zur Seite. Da packe ich mal hier hin, hier oben. Ja, da, so. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ding nochmal aus. Wir haben da drin einmal die Lurak EX-Karte, die man hier sieht. Ich muss kurz gucken. So, wie man hier sieht, die Glurak EX-Karte, hallo, Autofokus, ist an. Ah, jetzt ist Autofokus an. Hier die Glurak EX-Karte mit Flügelschlag und Brandbombe. Relativ gut zu spielen sogar, weil es halt nur 4 Energien braucht und 2 Rückzugskosten. So, dann versuche ich das Ding jetzt mal möglichst schadenfrei hier rauszukriegen. Perfekt. So, hier sieht man es ja nochmal ganz gut. Man sieht ja auch der Holo-Effekt. Es ist eine Full Art-Karte, aber auch nur eine Full Art-Promo, wie man hier unten an einem Stern, an dem Blackstar-Promo-Zeichen erkennen kann. Hier haben wir hier noch ein Magma und hier unten noch einen Flamara, was ich ganz cool finde. So, eventuell den Stuhl hier mal ein bisschen zu erheben und das Ding wahrscheinlich im Stehen machen. Irgendwie zumindest. So. Dann haben wir hier halt die Glurak EX-Box. Karte meine ich, nicht die Box. Die Box haben wir hier sowieso, aber die Karte halt. Plastik. Dann haben wir hier 4 Generationen Booster. Plus die Codekarte. Für das ganze Ding. Die kommt dann mal hier so hin. Die ganzen Booster packen wir natürlich auch noch aus gleich. Haben wir einmal Turtok Artwork, Lura Artwork, Pikachu Artwork und hier, ich weiß es noch, Visaflor. Kommen wir mal hier hin. Und dann haben wir natürlich auch noch diese große Jumbo-Karte. Ganz cool für. Plastik hier reingerutscht. Das sollte nicht passieren, egal. Auch mit dem Holo-Effekt. Weil es halt komplett Jumbo. Kann man ganz gut an der Wand hängen, etc. Man sieht, meine Hand ist größer als eine normale Hand. So. Wenn man hier mal so guckt. Liegt dann einfach mal hier mit dazu. So, dann haben wir jetzt hier nämlich die ganzen Booster. Die haben auch einen anderen Kartentrick als die anderen. Und ich würde sagen, dass die Glurak EX-Box ist, nehmen wir das zum Schluss. Vor Pikachu, weil Pikachu einfach cool ist. Dann nehmen wir Turtok, weil Turtok auch einfach cool ist. Und dann fangen wir an mit Visaflor. So.
Die Generations Booster lassen sich interessanterweise tatsächlich recht gut öffnen. Im Gegensatz zu manchen anderen. Ich hatte mich jetzt, gestern, hatte ich nämlich noch Turbo Fieber geöffnet. Na, komm jetzt raus. So. Habe ich nämlich noch Turbo Fieber geöffnet. Und, bei Turbo Fieber, naja, ist halt Turbo Fieber. Lol. Jetzt habe ich hier so einen Streifen am Finger. So. Der Kartentrick geht hier nämlich anders. Nimm die hintersten drei. Schiebt dann drei weiter anstatt zwei. Packt es dann dahinter. So, mal gucken, was wir ziehen. Ich habe hier leider gerade meine Hüllen nicht. Moment, bevor wir uns das angucken, da dürfen natürlich auch die Hüllen nicht fehlen. Und zwar die hier. Fange ich mal hier hin. Oder komplett aus dem Bild erstmal. Also da. Ja. Richtig, Kamera. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die Karten an. Haben wir Mauzi. Ich pack da mal, mach da mal einen Stapel Commons. Dann haben wir hier Rehorn. Hallo, Autofokus, danke. Bonita. Mushas. Flabébé als erste Radiant Collection Karte. Genau, die Radiant Collection Karte. Die sieht man hier ganz schön da dran. An diesen Teilen, die da dran sind. Hallo, Autofokus schon wieder. Hallo. Okay, das sind die Feenkarten. Außerdem sieht man hier unten, das sollte man sehen, der Autofokus spielt komplett verrückt. Naja, dann lassen wir es mal mit dem Autofokus. Auf jeden Fall steht hier unten halt RC irgendwas. Von RC 32, in dem Fall RC 17. Das ist unsere erste Radiant Collection Karte. Dann haben wir eine Doppelfarblos-Energie. Einmal den Energieumschalter. Oh, das ist sogar schon eine. Oh, das sind beide schon die Uncommons. Ne, die Uncommons lasse ich da mal. Dann haben wir Pixie als Reverse Holo. Und ihr seht wahrscheinlich noch, wir haben jetzt noch drei Karten übrig. So. Und zwar kommt noch eine zweite Radiant Collection Karte. Ich mache mal wieder hier Fuß drüber. Die zweite Radiant Collection Karte ist ein Jirachi Holo. Die zweite Radiant Collection Karte ist immer Holo. Oder eine EX. Auf jeden Fall sieht man hier ganz schön, es ist halt komplett über die ganze Karte Holo-Effekt. Und Jirachi ist halt richtig schön eigentlich gemacht. Und dann haben wir noch das. Dann mache ich das hier mal so. Hallo, Autofokus. Will nicht. Schon wieder nicht. Dann haben wir hier das Rosana. Genau. Ist, glaube ich, auch ein Reprint. Ich meine, das Artwork kommt mir irgendwie vorher schon bekannt vor. So, dann nehmen wir jetzt uns mal Lurak vor. Wurstfingern. Na komm. Ist auch echt gut gelaufen. Wirklich, die lassen sich wunderbar öffnen. Muss ich sagen. So, Kartentrick. Und weiter geht's dann mit einem Autofokus. Wahrscheinlich. Mach ich halt manuellen Fokus. Knöchelhieb. Also machen wir noch Hollow. Ne, Pflanzenenergie. Ein Kleinstein. Ein Pikachu. Die Karte gibt's noch in Full Arts. Unsere erste Radiant Collection Karte ist ein Glumanda. Dann haben wir noch einen Golbat. Snobelicat. Als Reverse Holo einen Macholo. Als zweite Radiant Collection Karte einen Sabayone. Wenn man hier ganz gut sieht. Da ist wieder Holo. Und als Rare ein Finseer.
irgendwie haut mich das noch nicht gerade so um. Ich hätte gerne noch eine zweite EX. Mal gucken, ob Pikachu uns die zweite EX beschert. Oh, man merkt schon, es geht ein bisschen schwieriger auf. Hier, hier oben schon. So. Das geht immer noch ganz gut. Im Vergleich zu anderen Booster Packs. Tatsächlich kriege ich die meisten jetzt inzwischen sogar perfekt auf. So. Der Kartentrick. Und dann haben wir einen Flegmon. Ist auch ein Reprint, glaube ich, von damals. Also das Bild kommt mir, das Artwork kommt mir so verdammt bekannt vor. Ein Paras. Rihorn. Zubat. Schlupuk. Snubbelicat, Energieumschalter, Maschok als Re. Ihr wollt mich verarschen, oder? Wir ziehen gerade noch das Mach-Holo-Reversal und jetzt ziehen wir den Maschok-Reversal. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich mache nochmal kurz hier ein bisschen Ordnung in die Commons. Dass die halt nicht so kreuz und quer hin und her liegen. So. Ich will noch eine zweite EX drin haben. Ich will noch eine zweite EX. Genau, wir haben Maschok als Reversal. Psiaugon als zweite Radiant Collection Karte. Ja, das ist schon mal nicht unsere EX. Und wir haben ein Gyarados. Ach, das wird immer noch besser. Hoffen wir einfach mal, dass Lurak uns die zweite EX beschwert. So. Gut so. Und halt wieder so. Okay, das ging jetzt nicht so unbedingt sehr perfekt auf. Aber es geht mir auch nur darum, dass das vordere Artwork noch intakt ist. So. Das Artwork hier vorne ist noch intakt. Also von daher. Kartentrick. So, dann haben wir eine Stahlenergie. Ein Magma. Was hier auch auf der Karte drauf ist, da oben. Hier. Dann haben wir wieder ein Paras. Raupi. Flabébé als erste Radiant Collection Karte. Pixie. Wartung. Ja, komm. Punita als Reverse Holo. Bitte jetzt eine zweite EX. Bitte eine zweite EX. Bitte eine zweite EX. Jawoll! Mega Gardevoir EX Full Art. Und dahinter ist keine zweite EX, sondern ein normales Kickly. Aber ich wollte meine zweite EX und bekomme gleich eine Full Art Karte. Mega Gardevoir EX Full Art. Seht's euch an. Glänzender Pfeil. Dieser Angriff fügt 30 Schadenspunkte mal der Anzahl der an einen Pokémon angelegten Feenenergien zu. Finde ich, ist auch ganz gut, wenn man als Erweiterung des aktuellen Himmelshammer-Themendecks zu spielen. Aus Schicksalsschmiede. Von daher ist gar nicht mal so schlecht. Also dann, das war's. Ich packe mir die ganzen Karten erstmal die Hüllen. So. Die ganzen Glitzernden, also die ganzen Holo- und EX-Karten. Auch wenn sie Radiant Collection sind, die gehören trotzdem in der Hülle meiner Meinung nach, einfach weil sie halt irgendwie Holo sind. Vor allem, ich freue mich total, dass wir halt ein legendäres Pokémon noch bekommen haben, sogar. So, nochmal 4. So. In dem Pack hier ist auch gefühlt so kaum nur Holo drin, stattdessen nur EX-Karten. So, haben wir irgendwie eine Holo? Nee, ne? Nee, hier haben wir keine Holo, wie ihr seht. Es glitzert nichts.
Es spiegelt nur vom Licht her. So. Also dann. Fangen wir an, nochmal zu rekapitulieren, was wir haben. Wir haben Pixie als Reverse Holo. Mach Holo als Reverse Holo. Mashok als Reverse Holo. Ponyta als Reverse Holo. Jirachi als Radiant Collection Karte. Sabayone als Radiant Collection Karte. Xiaogan als Radiant Collection Karte. Mega Gardevoir EX Full Art als Radiant Collection Karte. Was ich schon mal mega geil finde. Und natürlich das Mega, Quatsch, das Glurak EX hier als Dingens. Ich finde, das ist eine gute Ausbeute, eigentlich vor allem durch die zweite EX da, noch hier hinten. Dadurch, dass wir jetzt hier zwei EX drin haben insgesamt. Und von daher beschwere ich mich nicht, sondern bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Bis dann, ciao, ciao.